Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt's ein Haul-Video. Es hat sich in den letzten Tagen einiges hier bei mir angesammelt. Oder auch schon Wochen eigentlich. Es gibt heute Klamotten zu sehen, es gibt Pflegeprodukte zu sehen, es gibt ganz viel Schmuck zu sehen. Ich habe endlich mal wieder ein bisschen Schmuck gekauft. Dann eine kleine organisatorische Sache, die mir wirklich sehr gut hilft. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Und zwar fange ich an mit den Klamotten. Wir fangen an mit SHEINSIDE. Das ist wirklich immer sehr lieb. Die schicken mir ein paar Sachen zu. Das Kleid hier haben die mir auch geschickt. Ich liebe das Kleid. In den letzten Tagen und Wochen habe ich das Kleid sehr oft getragen. Bei meinem GONEWS-Treff hatte ich das Kleid an. Ich hatte das Kleid schon in der Stadt an, habe Fotos gepostet. Und ich glaube, in einem Video habe ich das Kleid auch an. Das Kleid habe ich wirklich so gerne getragen. Zu meiner Kindheitszeit, da war ich noch im Kindergarten, hatte ich ein Kleid, was genau von demselben Stoff gemacht worden ist. Meine Mutter hat damals schon mit mir geschimpft und sagte immer, nein, 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 du kannst nicht immer dasselbe Kleid anziehen. Aber ich habe das Kleid zu Hause jeden Tag angezogen. Das ist so ein Stoff, wo ihr nicht so viel auf der Haut spürt. Also wenn ihr das Kleid anhabt, also vom Schnitt her auch, fühlt es sich so an, als hätte man nichts an. Aber wenn ihr das Kleid irgendwie doch noch auf der Haut spürt, dann denkt ihr euch so, oh, fühlt sich das gut an. Oder es hat irgendwas mit meiner Kindheit zu tun, mit dem Kleid, was ich zu meiner Kindheit mal hatte. Ich liebe das Kleid. Angezogen, wirklich sehr, sehr schön. Ich muss nur sagen, das Kleid ist wirklich ziemlich kurz. Habe ich mit so einem Unterrock angezogen, was ich dann etwas weiter nach unten gezogen habe. Ich habe Größe M gewählt, also wenn ihr ungefähr so meinen Körperbau habt. Ich bin 1,70 groß, dann wisst ihr, welche Größe ihr holen müsst, weil bei SHEINSIDE ist das immer ein bisschen kompliziert. Dann ein Oberteil, was ich auch schon mal in einem Video anhatte. Und zwar vom Stoff her auch wirklich sehr bequem auf der Haut. Ich liebe so einen Stoff, was sich locker anfühlt. Nicht zu eng, aber es fühlt sich auch irgendwie weich an auf der Haut. Ich kann es nicht so gut erklären, aber wenn ihr eins von diesen Sachen mal irgendwo zur Hand bekommt, fühlt mal dran und dann wisst ihr, was ich meine. Das ist so ein Oberteil, was wirklich so einen Ausschnitt hat, was man zurzeit überall sieht. Aber ich wollte auch mal so ein Oberteil haben und vom Stoff her, vom Tragegefühl her einfach perfekt. Da habe ich auch die Größe M genommen. So, dann habe ich mir eine Kleinigkeit bei Hunkemöller gekauft. Also ich bin wirklich verrückt nach guten Stoffen. Etwas, was sich nicht schön anfühlt auf der Haut, wird von mir auch nicht getragen. Deshalb, wenn ich shoppen gehe, fühle ich immer so an den Sachen. Und dann schaue ich, gefällt mir das, fühlt sich das gut an. Und dementsprechend überlege ich mir dann, ob mir das Kleidungsstück gefällt. Und zwar ein Pyjama-Oberteil. Hunkemöller hatte in den letzten Tagen Sales. Da gab es 50% auf das zweite Pyjama-Oberteilstück. Es ist schon spät und ich bin noch ein bisschen krank, aber egal, kriegen wir schon hin. Denn davon habe ich mir zwei geholt, einmal in weiß, einmal in schwarz. Das ist so ein Pyjama-Oberteil, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Mit bisschen Spitze, wirklich ein Stoff, was sich ebenfalls sehr schön anfühlt auf der Haut. Und dann habe ich ein paar Sachen von Roomway oder Roomwee. Ich weiß nicht, wie man den Namen korrekt ausspricht. Ich habe mir eine rote Lederjacke ausgesucht. Ich wollte wirklich schon sehr lange eine rote Lederjacke. Allerdings habe ich irgendwie nichts gefunden in der Stadt. Aber bei Roomway gibt es ein paar rote Lederjacken. Und die Jacke finde ich vom Schnitt her sehr schön, weil die unten so spitz zuläuft. Sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Ist natürlich kein Echtleder. Die Größe habe ich jetzt hier nicht mehr stehen, werde ich euch unten in die Kommentare bzw. in die Infobox reinschreiben. Und dann könnt ihr ein bisschen für euch auch abschätzen. Dann habe ich mir ein Kleid geholt bei Roomwee. Also das hat wirklich ein sehr schönes Dekolleté. Das ist so, dass die Ärmel so nach unten hängen. Und so ein Kleid wollte ich auch schon lange haben. Was ich sehr gut finde, hier sind schon so Polsterungen drin. Das heißt, man hat nicht so ein Riesenproblem mit der BH-Auswahl. Bei Roomwee ist das so, dass ihr bei den verschiedenen Kleidungsstücken auf die verschiedenen Größentabellen klicken könnt. Und dann könnt ihr mal schauen, ein bisschen abmessen, ob das Ganze euch in der jeweiligen Größe passt. Ich habe hier tatsächlich L gewählt. Muss hier an der Taille ein bisschen schmaler gemacht werden. Aber ansonsten von der Länge her super. Hier von der Oberweite und
hier von den Ärmeln her wirklich sehr gut von der Größe. Dann habe ich mir einen Pulli ausgesucht, habt ihr bestimmt in irgendwelchen Videos oder Fotos oder auf Snapchat gesehen. Habe ich wirklich sehr oft schon getragen. Und zwar ist das ein Pulli, was nicht so lang geht wie so ein Crop Top halt. Habe ich mit so einem Rock angezogen, was etwas weiter nach oben ging, bis zum Bauchnabel ungefähr. Ist schulterfrei. Man musste allerdings ein bisschen aufpassen. Manchmal geht die eine Schulter zu weit nach unten und da muss man ein bisschen nach oben ziehen. Aber klappt super. Wirklich sehr angenehm, auch vom Hautgefühl. Und sehr dick, hält schön warm. Die Schultern sind dann zwar frei, aber das Oberteil selber ist wirklich so dick, dass euch dann nicht kalt wird. Ist das bei euch auch so? Ich werde dieses Jahr irgendwie nicht gesund. Ich weiß nicht warum. Wir machen weiter mit Schmuck. Und zwar war ich in den letzten Tagen bei Six, habe mir zwei Ringe gekauft, die ich wirklich wunderschön finde. Einmal so ein Ring, zeige ich euch in den Nahaufnahmen. Was dabei ein bisschen unglücklich ist, da ist leider ein Stein schon abgefallen. Ich werde mal schauen, wenn ich demnächst in der Stadt bin, ob die Six-Mitarbeiterinnen so nett sind, dass die mir meinen Ring eintauschen. Aber vom Modell her wirklich so schön. Ich liebe Silber sehr, sehr gerne, aber manchmal, wenn man abends rausgeht, sich etwas schicker anziehen möchte, mit der Familie essen geht oder so, dann zieht man oft schwarz an oder dunkle Farben. Da passt sowas wirklich sehr gut. Also es ist natürlich silbrig, aber es ist ein graues Schmuckstück. Also ich finde die Farbe wirklich sehr, sehr schön, besonders mit so weinroten Nägeln. Dann habe ich mir noch einen Ring geholt, was in der Benutzung ein bisschen kompliziert ist, muss ich sagen. Also nicht sehr kompliziert, aber nicht so angenehm. Und zwar ist das so ein Ring, fand ich wirklich sehr schön. Ich hatte dazu ein Kleid an mit langen Armen, beziehungsweise ein Arm war lang. Sah wirklich super aus, wenn die Ärmel so eng sind und bis zur Hand gehen, bis zur Handmitte und dann noch so ein Ring, sieht wirklich sehr schön aus. Und zwar ist das so, dass dieser Ring mir hier sehr gut passt, hier ein bisschen eng ist und hier leider etwas zu locker ist. Ich glaube, das liegt an meiner Knochenform. Also ich habe wirklich, meine Finger sind hier und hier ziemlich schmal und hier habe ich dann meine etwas breiteren Knochen, die im Gegensatz zum Anfang und zum Ende ein bisschen breiter sind halt. Und deshalb ist das halt mit der Größe nicht so optimal. Ich glaube, das ist S oder M. Müsst ihr mal schauen. Was ich bei Ringen ein bisschen blöd finde, man kann die nicht so gut anprobieren, weil die an so einem Plastikteil dran sind und da nochmal so ein Plastikschnürchen dran ist, dann kann man die Größe nicht so perfekt abschätzen. Aber dieser Ring sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Also auch wenn sich das ein bisschen ungemütlich anfühlt oder ein bisschen schwierig ist, so im Alltag, sieht der doch trotzdem sehr, sehr schön aus. Es drückt ein bisschen hier auf dem Knochen, also man kann da nicht so gut greifen, aber ich meine, die haben beide 7,95 gekostet. Dann war ich bei IM und zwar in der Kölner Innenstadt im Hauptbahnhof drinnen gibt es IM. Das ist ein Schmuckladen, was ebenfalls zu Six gehört. Da war ich bis jetzt irgendwie noch nie drin und fand die Sachen wirklich sehr schön. Ich muss sagen, die Schmuckstücke bei IM sind etwas teurer als bei Six. Also ich hatte das so im Gefühl. Da habe ich mir diese Ringe gekauft. Die finde ich so elegant. Wenn man die Haare mal irgendwie zuträgt, so wie ich heute. Ich trage die wirklich sehr, sehr selten zu oder nach oben oder was auch immer. Ich habe die meistens immer offen. Aber wenn man das mal macht und solche Ohrringe sehen bestimmt sehr, sehr elegant aus. Ich finde, die sind wirklich mega filigran und mega elegant gemacht. Haben 5,95 € gekostet. So, dann habe ich mir noch diese Ohrringe geholt. Die haben Golddetails, außerdem haben die noch sehr schöne Farben drin, die ich sehr, sehr gerne so auch in meinen Klamotten verwende. Und zwar einen sehr, sehr schönen Grünton und dann Flieder und so einen Roséton. Finde ich wirklich sehr schön. Kann man auch zu so einem Oberteil anziehen, was jetzt nicht so die bombastische Farbe hat und die hier so als Farbakzent benutzen. Finde ich wirklich sehr schön. Irgendwie habe ich gemerkt, an dem Tag, wo ich in der Stadt war, dass ich sehr lange keinen Schmuck mehr gekauft habe und bin ein bisschen ausgerastet. Was ich super toll fand, diese Ohrringe, die waren runtergesetzt auf 2 €. Da sind 3 Paar Ohrringe dran. Von groß nach klein mit Grauakzenten.
Dann ebenfalls mit so einem etwas dunkleren Grauton, aber dafür etwas mehr von diesem Altgold. Und dann hier mit so einem Silbersteinchen und ebenfalls mit dieser Altgoldfarbe. Finde ich wirklich sehr schön. Für 2 Euro unglaublich. Also da kann man echt nichts falsch machen. Und ich habe letztens meine Schmuckschublade aufgeräumt und habe mir vorgenommen, öfter mal Schmuck anzuziehen. Ist das bei euch auch so? Ich trage irgendwie immer wieder dieselben Sachen. Dieselben Ohrringe, dieselben Ringe. Und das sind dann die Dinge, die ich tagtäglich benutze. Zwischendurch gibt es eine Phase, wo ich umswitche auf andere Ohrringe und eine andere Kette. Aber irgendwie ist das eine längere Zeit immer so, dass ich dieselben Sachen anziehe. Ziehe oder trage. So, dann gab es ja ein Gonyos-Treffen die letzten Tage und da hat uns Mayra wieder sehr, sehr schöne Sachen mitgebracht aus ihrem Shop. Ihr müsst da unbedingt vorbeischauen und zwar ist die Seite Le Chic Boutique. Ich werde euch die Seite hier mal reinschreiben. Außerdem findet ihr die Links zu den Sachen, die ich euch jetzt zeige. Das sind 2 wunderschöne Teile und zwar ein Armband in den Farben, die ich wirklich sehr oft trage. Und zwar schwarz, silber und so ein altschwarz Gold. Also wirklich sehr gute Kombination. Kann man mit Gold und Silber tragen. Deshalb wirklich perfekt für mich. Was ich aber sehr gerne mit diesen Armbändern mache, ich benutze sie dann auch so am Hals. Als Kette oder wie nennt man das? Habe ich jetzt vergessen. Auf jeden Fall benutze ich die so sehr, sehr gerne. So sehen die auch gut aus. Einfach mit einem sehr schlichten schwarzen Oberteil und dazu so eine schöne Kette. Also perfekt für mich. Ich mag solche Teile wirklich sehr, sehr gerne. Und die finde ich einfach generell sehr praktisch, weil einmal drum wickeln und dann hier anknipsen. Es gibt 2 verschiedene Größen, kann man sich dann hier selber regulieren, ob man ein bisschen enger mag oder ein bisschen breiter. Finde ich wirklich sehr, sehr schön, kann man mit sehr vielem kombinieren. Und wie gesagt, als Armband oder als Kette benutzen, finde ich sehr, sehr schön. Dann eine sehr schöne filigrane Kette, die hat auch wirklich jeder von uns bekommen von der Mayra. Sehr schön in Gold mit einem sehr schönen Silberstein noch in der Mitte. Und dann steht da unten drunter noch Love drauf. Wirklich sehr filigran. Hatte ich auch zum Schlafen schon an. Also ich habe die Kette über den Tag hin getragen und habe sie zum Schlafengehen nicht ausgezogen. Und ich muss dazu sagen, ich ziehe wirklich alles aus, wenn ich schlafen gehe. Sogar diese mini kleinen Ohrringe muss ich ausziehen. Ich ziehe wirklich Ketten, Ringe, Ohrringe, alles aus, wenn ich schlafen gehe. Es muss einfach alles raus. Aber diese Kette habe ich vergessen auszuziehen. Und sie hat mich auch nicht gestört, deshalb finde ich das umso besser. So, dann war ich bei Rossmann und zwar ist meine Tagescreme leer gegangen. Deshalb brauchte ich eine neue Tagespflege. So, dann war ich bei den Pflegesachen und dachte mir, wieso gibt es eigentlich eine Nachtpflege? Ich benutze irgendwie immer Nivea Soft, wenn ich morgens aufstehe, wenn ich mittags zu trockene Haut habe und abends auch, wenn ich schlafen gehe. Und jetzt dachte ich mir mal, weil Nivea diese Coupons hatte, wo man 3 Euro geschenkt bekommen hat, wenn man Sachen für 9 Euro, glaube ich, gekauft hat. Und zwar habe ich mir eine Tagespflege geholt, weil Nivea ist immer gut. Ich hole immer sehr gerne Nivea-Produkte. Wenn ich mich nicht entscheiden kann, denke ich mir, okay, Nivea ist immer gut. Und Nivea klappt bei mir auch immer gut. Ich benutze eigentlich immer die Nivea Softcreme. Jetzt dachte ich mir, probierst du mal so eine Tagespflege, die extra dafür gedacht ist. Habe ich mir geholt, werde ich mal ausprobieren. Und zwar kostet die 3,45 Euro. So, dann habe ich mir eine Nachtpflege geholt, weil ich halt vor dem Regal stand und mir so dachte, wieso habe ich eigentlich immer wieder dieselbe Creme? Wieso habe ich keine Nachtpflege? Ich werde das mal ausprobieren und dann berichten, ob es wirklich nötig ist, eine Tagespflege und eine Nachtpflege getrennt zu haben. Ob das wirklich irgendwas Wichtiges ausmacht. Ich werde es mal ausprobieren und freue mich wirklich sehr, sehr drauf, heute Abend schon mal hiermit anzufangen und morgen früh damit weiterzumachen. Mal schauen, wie das Ganze sich so auswirkt. Und zwar habe ich bei der Tagespflege die für trockene und sensible Haut und bei der Nachtpflege habe ich die für sensible Haut. Sind jeweils 50 ml. Die Nachtpflege kostet 4,99 Euro. So, ich muss natürlich die 9 Euro voll bekommen und Waschgel benutze ich immer. Ich benutze immer von BB die Waschlotion und zwar in so Gelform abends
einmal Gesicht nass machen, Waschgel in die Hand und dann schön sauber schrubben und dann geht die Pflege weiter. Ich habe mir gedacht, okay, die 9 Euro musst du jetzt voll bekommen, du brauchst 3 Produkte. Probierst du doch mal ein Waschgel von Nivea aus. Und zwar ein erfrischendes Waschgel, da sind 150 Milliliter drin für normale und Mischhaut. Hat gekostet 3,45 Euro. Ich bin wirklich sehr gespannt drauf. Mal schauen, ob das Ganze auch nach Nivea riecht. Es riecht tatsächlich nach Babypopo-Creme. Was ich nicht schlecht finde, finde ich gut. Ich bin darauf gespannt, mal schauen. Vielleicht werdet ihr in den nächsten Videos mal was dazu hören. Dann habe ich mir, wenn ich dann mal bei Rossmann war, also ich bin wirklich immer bei DM, weil Rossmann ist bei uns irgendwie nicht so populär hier in der Gegend. Aber wenn ich dann mal bei Rossmann bin, dann gibt es ein Produkt, was ich sehr gerne mitnehme. Und zwar ein Nagellackentferner von Isana. Riecht für mich irgendwie wirklich sehr, sehr schön. Also da ist so ein Nagellackentferner-Geruch natürlich mit drin, aber ich finde, da ist irgendwas anderes noch mit dabei. Acetonfrei, ich finde, damit bekommt man Nagellack auch sehr gut weg, auch sehr gut ab. Aber da ist noch so ein Duft drin. Also ich habe so das Gefühl, hier steht irgendwie nichts dazu bei. Nachdem man den Nagellack entfernt hat und die Nägel sauber sind, riechen die Nägel nicht so nach typisch Nagellackentferner. Da ist irgendwas anderes noch mit drin. Und dass das Ganze acetonfrei ist, finde ich umso besser. So, bei den Pflegeprodukten habe ich dann noch was. Und zwar von der Marke Lani, kenne ich gar nicht. Tropical, Natural und Vegan. Also das sind so natürliche, vegane Produkte. Ich hatte mal eine kleine Zusammenarbeit mit einer Online-Seite, wo man Sachen bestellen kann, wo man Kosmetikprodukte und Pflegesachen bestellen kann. Ein Post dazu habe ich auf Instagram gemacht, da gab es ein Gewinnspiel. Und jetzt habe ich noch eine kleine Sache von denen geschenkt bekommen, und zwar das Päckchen hier. Hier sind 3 Sachen drin. So sieht das Ganze aus. Das sind hier 2 Masken. Was mich gewundert hat, das sind so Pulvermasken. Das heißt, man muss da so einen Löffel Pulver in ein Behältnis geben, dann etwas Wasser dazu geben, das Ganze zusammenmischen und dann ist das eine Maske. Habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, werde ich aber machen. Wenn ihr dazu irgendetwas wisst, wenn ihr das Ganze ausprobiert habt oder irgendwo was dazu gehört habt, könnt ihr das Ganze gerne in die Kommentare schreiben, weil ich habe die Marke noch nie gesehen und weiß auch nicht, wie die Masken so sind. Worauf ich mich sehr, sehr freue, ist so ein Tropical Super Serum. Also Serien mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Abends sowie morgens mache ich die mir sehr gerne drauf, nachdem ich mein Gesicht gereinigt habe. Ich werde mal schauen, wie das Ganze sich so auf meine Haut verhält. Darauf freue ich mich sehr. Was ich ein bisschen umständlich finde, sind ehrlich gesagt diese Masken, weil ich mache Masken immer drauf, wenn ich irgendetwas zu tun habe, zu Hause aufräumen muss, irgendwie Haushalt machen muss, dann mache ich mir vorher noch eine Maske drauf und erledige meine Sachen. Währenddessen wirkt die Maske ein und dann wasche ich mir die Maske ab, nachdem es dann auch irgendwie weitergehen muss im Alltag. Deshalb muss ich schauen, dass ich mir das so angewöhne hier mit dem Pulver, das Ganze selber zusammenzumischen. Ich freue mich drauf, aber ich muss sagen, ich habe es noch nicht gemacht, weil es mir zu umständlich war. Ich werde es ausprobieren. Wenn ihr dazu Erfahrungen habt, dann schreibt sie mir bitte in die Kommentare. Für die Spartacula-Seite habe ich auch Prozente für euch. Und zwar werde ich euch hier meinen Prozentcode einblenden. Damit könnt ihr dort shoppen gehen und habt die Prozente. Außerdem werde ich euch das Ganze unten in die Infobox auch noch verlinken. Ein allerletztes Produkt habe ich noch, bevor das Video zu Ende geht. Und zwar das Organisatorische, was ich erwähnt hatte. Ich liebe diese Moleskine-Notizbücher. Das ist wirklich mein Leben. Ich mache wirklich im Jahr ein paar davon voll. Und ich finde die auch wirklich sehr, sehr stylisch. Ich mache jetzt einfach mal auf. Die Farbe finde ich wirklich sehr gut. Und ich liebe es, dass sie halt diese Softcover haben, weil das fühlt sich schön an, genauso wie die Klamotten. Also irgendwie muss sich bei mir alles schön anfühlen, klingt schon ein bisschen krank, aber fühlt sich wirklich sehr gut an. Ich finde die Farbe sehr schön, sieht man nicht so oft und ich muss wirklich sehr viel mit diesen Büchern arbeiten, sowohl privat als auch geschäftlich. Ich finde die wirklich sehr, sehr praktisch. Heutzutage läuft sehr viel über Social Media, sehr viel über Handy und Notizfunktion auf dem Handy. Alles aufschreiben, Papier anfassen, hin und her blättern und das ist genau mein Ding. Ich
finde das perfekt. Wenn man sich Sachen aufschreibt, dann Dinge abhaken kann, das gibt mir so ein Gefühl von Erfolg, wenn am Ende des Tages alle To-Do-Punkte abgehakt sind. Ich liebe das. Und Moleskine kann ich euch wirklich empfehlen. Die haben zwar jetzt ein bisschen teurere Preise, also man denkt sich, okay, es ist doch nur ein Notizbuch, wieso soll ich dafür jetzt 19,90 Euro ausgeben, aber es lohnt sich. Also es ist so vom Gefühl her ganz anders. Die Blätter sind wirklich sehr, sehr schön anzufassen. Ich arbeite wirklich sehr, sehr gerne mit Moleskine und das ist so eine Sache, die ich tagtäglich mache. Deshalb lege ich da viel Wert drauf und gebe gerne mal ein bisschen mehr dafür aus, weil ich mich dann irgendwie besser fühle, weil ich das hier wirklich über den ganzen Tag hin benutze. Das war's dann mit meinem Haul-Video. Ich hoffe, die Dinge haben euch gefallen. Vergesst bitte nicht, etwas in die Kommentare zu schreiben, wenn ihr Erfahrungen dazu habt. Außerdem habt ihr noch die Prozente. Schaut in die Infobox. Ich hoffe, die Sachen haben euch gefallen. Sagt mir auch, was euch davon gefallen hat, was ihr euch vielleicht holen möchtet. Und die Links zu den Klamotten werde ich euch auch unten reinsetzen. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.